Numele meu este Alexandru Ceachis și sunt student. Am absolvit Facultatea de Administrație Publică, cadrul SNSD. Pot să-l întreb în germană pe domnul? Sigur, da. Also Herr Bürgermeister, ich wünsche Ihnen herzlich willkommen in Rumänien. Ich hoffe, das war eine schöne Erfahrung für Sie. Und ich denke, ob Sie können ein bisschen uns über die politisch-administrative Struktur des Staates reden. Also ein bisschen über den Prozess des Entscheidung in der Rathaus reden. Als es ist bewusst, dass Deutschland eine Bundesrepublik ist und alle die Länder sind selbstständig. Und ich glaube, dass eine Erklärung über diesen Entscheidungsprozess in Ihrer Stadt sehr interessant für uns ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Rezumând întrebarea, ar vrea să ne explice procesele de decizie administrativă în orașul Ingolstadt din perspectiva federală. Microfon. Ja, ich möchte zuerst mal sagen, dass ich den Dialog für wichtig halte, wobei es ja nicht nur so ist, dass Rumänien von Deutschland lernen kann, sondern Deutschland auch von Rumänien was lernen kann. Also das andere ist ein Irrtum, wenn man glaubt, dass der eine weiß, wie es geht und der andere nur lernen kann. Das muss ein gegenseitiger Austausch sein. Vreau să vă spun că dialogul este important și nu doar România poate învăța de la Germania, ci și Germania poate învăța de la România. Are sens acest dialog numai dacă vorbim de un schimb reciproc. Die Entscheidungskompetenz ist in Deutschland klar geregelt. Es gibt Dinge, für die der Bund zuständig ist, dann kommt das Land und dann kommen wir als Kommunen. Es ist zum Beispiel so, dass das Bundesrecht das Landesrecht bricht. Also wenn jetzt das Land etwas beschließt, was auf der Bundesebene anders gesehen wird, dann gilt das, was auf Bundesebene beschlossen ist. Und so unterliegen wir auch vielen Regelungen des Landes. În Germania există trei paliere decizionale, cel federal, cel la nivel de landuri și cel la nivel local, iar reglementările la nivel federal au prioritate în fața celor la nivel de land. La fel, amintirile locale sunt supuse numeroaselor reglementări adoptate la nivel de land. Das Land gibt uns auch Geld. Und das Land führt auch die Aufsicht über uns. Also wenn wir rechtswidrig handeln, dann kommt das Land und korrigiert uns. Administrația landului ne oferă și sprijin financiar și supraveghează administrațiile locale, astfel încât dacă se comite o ilegalitate, ei ne corectează. Interesant ist vielleicht, wie wir innerhalb der Kommune versuchen uns zu organisieren. Wir haben eine ganze Reihe von Tochtergesellschaften in eigenen Unternehmen zusammengefasst. Poate că este mai interesant să vedem cum ne organizăm noi la nivelul administrației locale, unde avem mai multe companii. Also die Stadt selbst, die Stadtverwaltung selbst hat bei uns etwa 1500 Beschäftigte und in unseren Tochtergesellschaften haben wir noch einmal 5000 Beschäftigte. Administrația locală are 1500 de lucrători, de funcționari, iar companiile ce aparțin de administrația locală au în jur de 5000 de angajați. Tochtergesellschaften sind zum Beispiel das Krankenhaus, die Verkehrsbetriebe. Companii aflate sub ordine sunt, de exemplu, spitalul, compania de transport public, die Stadtwerke, die Wohnungsbaugesellschaft, compania care construiește locuințe, atelierele orașului, oder zum Beispiel die Gesellschaft, die dieses Güterverkehrszentrum gebaut hat, was ich vorhin gezeigt habe. Sau societatea acestui centru de transport mărfuri pe care v-am prezentat-o mai devreme. Der städtische Haushalt ist bei uns etwa 550 Millionen Euro im Jahr. Bugetul orașului însumează 550 de milioane de euro anual. Das ist aber nur die Stadt. Unternehmen gibt es noch, die Unternehmen, die eben auch noch ihre Etats haben, die aber in der Regel das durch Umsätze oder durch Einnahmen selbst verwalten. Da, pe lângă asta mai vin și veniturile companiilor,
care însă le obțin inclusiv pe cont propriu. Und für mich besteht jetzt die Kunst darin, dafür zu sorgen, dass die Betriebe erfolgreich sind, weil wir, da wir dann keine negativen Ergebnisse in die Stadtverwaltung hineinkriegen. Iar important pentru mine este ca aceste companii să fie profitabile, ca să nu trebuiască să le compensăm din bugetul local. Ich bin von der Ausbildung Wirtschaftswissenschaftler, also Betriebswirt, und führe diese ganzen Unternehmen immer dadurch, dass ich den im Aufsichtsrat den Vorsitz habe. Sunt de profesie economist, am studiat la Ministerul Afacerilor și supraveghez aceste companii fiind în fruntea Consiliului lor de Administrație. Und Ingolstadt hat zwar gute Steuereinnahmen, aber wir haben keine überragenden Steuereinnahmen. Și Ingolstadt are venituri bune din impozite, dar nu extraordinare. Aber wir haben die geringste Verschuldung pro Kopf von allen Großstädten in Bayern. Dar avem cea mai mică datorie publică pe cap de locuitor din tot landul Bavaria. Und wir schauen halt, dass unsere Unternehmen erfolgreich sind. Și încercăm să facem ca aceste companii ale noastre să fie profitabile. Und es geht ganz gut. Și funcționează foarte bine.